Ich war am Sonntag da und hab's besucht. Und da war es eigentlich ganz normal, hat überhaupt nichts gegeben. Am Dienstagnachmittag, wie ich gekommen bin, hat es nicht aufgestimmt. Und das war auch kein, das war öfter der Fall. Nicht? Und deswegen habe ich am Mittwochvormittag angerufen und habe gefragt, wie es meiner Frau geht. Ja, eigentlich normal, fällt nichts. Nicht? Ja, sehr recht. Ja, ich komme wieder, aber am Mittwoch bin ich nicht eingegangen, weil ich sonst am Freitag wiederkomme oder am Donnerstag. Und um 11 Uhr in der Nacht läuft das Telefon, ich habe schon geschlafen, ruft meine Schwester an und sagt, Herr Kutter, ich muss Ihnen die traurige Nachricht geben, dass Ihre Frau gestorben ist. Ja, die These, dass man schon nach der Geburt wieder langsam sterben anfängt. Ja. Also man kann es ganz weit sehen. Wenn ich aber jetzt natürlich, also bei einer schweren Krankheit, zum Beispiel Krebserkrankung, kann man es schon relativ eingrenzen, so, weil man eben sagt, ich kann einen Patienten jetzt nicht mehr heilen. Ja. Und das geht aufs Sterben zu. Könnte man sagen, jetzt beginnt halt, obwohl das auch noch eine ganz intensive Lebenszeit ist, aber trotzdem halt ist das Sterben auch ganz präsent da. Und im Alter ist es schwierig einzugrenzen. Ja. Ich denke mal, wenn es jetzt also ganz speziell ums Sterben im Alter geht, ist einfach wichtig, dass die Menschen, die diesen Menschen begleiten, seien es jetzt Pflegepersonen oder Angehörige, einfach schauen, wie weit ist für den Betroffenen das Thema Sterben schon ein Thema. Ja? Weil es geben uns die Menschen immer wieder Zeichen. Ja? Und es ist wichtig, dass man sie dann einfach ernst nimmt und da eingeht auf das. Man merkt den Prozess des Rückzugs, den Prozess, wie der Bewohner sich zurücknimmt, wie er eigentlich so langsam sich verabschiedet. Das geht ja nicht erst in den letzten paar Tagen, wo dann wirklich die aktive Sterbephase da ist, sondern vorher schon also geht es mit verschiedenen Zeichen, das weniger Essen wollen, das ruhiger werden, so oft die Psyche verändert sich. Es geht oft auch um das Gespräch, ja, ich will eigentlich nicht mehr, ich habe ja, mein Leben, ich spüre es, es geht dem Ende zu und auf diesem Weg begleiten wir eben auch den Bewohner und machen auch oft schon Gespräche in der Richtung, wenn wir sagen, so wie sie das wünschen, Frau so oder Herr so und so, so werden wir ihn auch begleiten. Wenn sie nur kämpfen wollen und wenn sie nur Kraft haben zu kämpfen, dann unterstützt mir einer dabei. Wenn sie aber einen anderen Weg wählen, dass sie nicht mehr wollen, auch das darf sein. Ich denke von mir persönlich, desto länger ich mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, dass auch das Sterben eine ganz intensive Lebenszeit ist. Man kann es nicht so abgrenzen, das ist jetzt Sterben. Und viele haben vielleicht das Bild irgendwie, sterbend ist man dann, wenn man schon röchelnd im Bett liegt, wenn ich es jetzt so banal sage. Ja. Aber das beginnt ja schon weit vorher, dass man sich mit diesem Thema im Alter auseinandersetzt. Und ja, da ist halt wichtig, die Zeichen zu sehen und auch die Menschen dann dort abzuholen, wo sie sind. Ja. Weil ich denke mal, es will ja jeder seinen Weg gehen. Ja.
und von daher auch so wichtig, dass nicht wir jetzt unsere Gescheitheit sozusagen ihnen da überhängen, sondern dass man wirklich schaut, was braucht derjenige. Dann immer recht stark auf diese, was sind denn Vorlieben oder was sind denn Dinge, die du gerne noch machen möchtest. Und da war dann, ist dann von der Patientin gekommen, ich habe immer eigentlich ein Leben lang auf andere Leute geschaut. Ich wüsste jetzt gar nicht, was ich möchte. Also auch solche Dinge kommen, aber dann auch andererseits auch wieder, ich möchte so gern noch mal rausfahren im Garten, meine Blumen anschauen können, wenn es jetzt einfach auch schon wirklich körperlich das nicht mehr möglich ist, dass man da Möglichkeiten schafft. Oder ich kann mich an einen Patienten erinnern, das war ein totaler Fußballfan, der wollte unbedingt noch mal ein Fußballspiel sehen und auch das ist ermöglicht worden. Und der ist freudestrahlend mit seinem Fanschal wieder zurückgekommen. Also einfach auch mal so das tägliche Leben, so alltägliche Dinge auch noch mal erleben, weil ja die Erkrankung eh immer so im Vordergrund ist und das so im Vordergrund steht, dass man so eine gewisse Normalität auch noch einbringen kann. Das ist was Wichtiges, glaube ich, was dem Patienten oft ganz wichtig ist, dass man das nicht irgendwie ganz immer so, dass man nicht so aufgekommen wird, sondern dass das die ganz normalen Dinge des Lebens sind, die einem wichtig sind. Die Eigenheiten, die wer hat, oder auch mal Konzertbesuch oder auch noch mal spezielle Musik hören, dass man auf das denkt, dass Musik ja ganz was Wichtiges sein kann im Leben oder für viele Leute was Wichtiges ist und gerade in der Krankheit man so in dem drin ist, ja, und auf das oft ganz vergisst, dass die Dinge nicht mehr gesehen werden. Und dass man da dann auch ganz viele Möglichkeiten hat. Patientin, die hat so richtig, die es war eine Bayerin und für die war einfach die Hausmannskost ganz was wichtig, so in Viertler Knädeln oder sowas. Und die hat die Sachen gegessen und hat aber dann immer wieder erbrechen müssen, wo wir immer gesagt haben, dass das überhaupt möglich ist, dass das mag. Aber die, für sie war das ganz wichtig, dass das jetzt essen kann. Das andere war jetzt nicht so eine Belastung für sie, aber einfach, dass sie gesagt hat, ich habe heute ein gescheites Essen gehabt. Das war für sie wichtig. Und solche Dinge dürfen sein. Also es ist trotz der Umstände, die oft dann dazugehören oder die halt dann auch dabei sind, die nicht angenehm sind, aber die Patienten dann in Kauf nehmen, weil sie sagen, das ist mir wichtig. Und dass man sich das auch traut. Ich glaube, das ist auch oft so, auch für die Angehörigen wichtig, dass man sagt, es gibt keine Norm nicht oder es schreibt dann nicht wer vor, dass man, wenn jetzt mein lieber Angehöriger, der jetzt in der Sterbephase ist, dass man da das und das tun sollte. Also es gibt da keine Normen nicht und es gibt da keine Richtlinien nicht, sondern wirklich auch sich trauen, da ganz individuell auf das eingehen, was wichtig ist. Und nicht noch irgendwelche Meinungen von wen gehen oder mal was sagen dort Leute, was ja auch oft kommt. Jeder stirbt seinen eigenen Tod. Jeder Mensch ist einfach, lebt sein eigenes Leben und hat seinen eigenen Tod. Und der Tod ist, das Sterben ist ganz was Intimes, ganz was Persönliches und bei jedem Menschen anders. Es ist so. Es geht eigentlich immer um Fragen stellen zunächst. Ja. Es geht nicht darum, dass jetzt ich irgendjemandem irgendwas erkläre, sondern dass ich in erster Linie einmal frage, wie geht es dir oder wie geht es Ihnen jetzt in der Situation. Ja.
Und immer wenn ich Sterbende begleite oder Angehörige, fühle ich mich zwischendrin auch total hilflos. Weil, also wenn ich das an ein Beispiel vielleicht sagen kann, wenn zum Beispiel eine junge Frau stirbt, die kleine Kinder hat, die eben schwer krank ist, und ich komme zu dieser Frau zur Begleitung und die ist voll verzweifelt und weint und sagt, ich kann nicht sterben, ich kann meine Kinder nicht allein lassen, das geht ja nicht und es geht mir aber so schlecht und ich habe keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Da gibt es keinen Trost eigentlich. Ja. Ich kann den Menschen nichts anbieten, außer dass ich ihn nicht allein lasse. Und ich sage oft solchen Menschen dann auch, ich fühle mich eigentlich hilflos und ich weiß jetzt gar nicht, was ich ihnen sagen soll. Aber ich lasse sie jetzt nicht allein. Ja. Und auf das kommt es, glaube ich, darauf an, dass man bereit ist, ein Stückchen mitzuleiden. Ja. Und gar nicht jetzt irgendwelche großen Gescheitheiten oder irgendwas da sagen, weil man kann eigentlich eh nichts sagen. Ja. Ich würde sagen, ein Fehler ist, wenn man glaubt, man weiß selber jetzt, wie der andere sterben soll. Das ist absolut ein Fehler in meiner Blickrichtung. Und deshalb ist es wichtig, einfach, ich habe es eh schon gesagt, zu fragen, ja, zu schauen, wo steht der, was will der. Es geht nicht um mich als Pflegende oder auch nicht. Auch nicht das Begleitende in der Familie, sondern eigentlich geht es um den Sterbenden und wie gestalte ich für den das jetzt, dass es für denjenigen passt. Ja. Und das hat halt auch zur Folge, dass man in der Familie vielleicht schon früher mal drüber redet, ja, wie man Verschiedenes will. Dann ist einfach manches leichter. Ja. Und da merke ich schon, dass es natürlich schon noch sehr große Hemmschwellen auch gibt. Ja. Meistens lässt man alles herankommen und dann ist Feuer am Dach und dann wird es halt oft ganz anders, als man sich's gewünscht hat. Ja. Vor kurzem haben wir eine Bewohnerin begleitet, die hat 5 Kinder gehabt und alle 5 Kinder waren ganz, ganz intensiv in der Begleitung dabei und sind auch in der Nacht teilweise da geblieben. Und die Angehörige hat mir nach dem Tod dann auch gesagt, es war so wichtig und so wertvoll für sie, dass die so viele da Kinder haben und da, dass das möglich war. Natürlich ist es möglich. Es ist einfach schön, wenn die Angehörigen so teilnehmen und Anteil nehmen, und das ist ja eher eine Liebste oder Liebster Mama, das war in dem Fall die Mutter. Und sie hat dann auch gesagt, im Nachhinein, weißt du, hat sie gesagt, Tina, für mich war das schon ein Teil der Trauer. Ich habe das schon so gespürt, ich habe schon gespürt, die Mama, die kann jetzt nicht mehr, die geht nicht mehr, und ich kann ja da noch so viel Gutes tun und ich kann es da noch begleiten und kann da auch schon immer mehr und mehr loslassen. Ich bin eigentlich froh, dass Sternkinder hat sie dann gesagt. Weil ich ihr schon gewünscht habe, dass sie gehen darf. Da kommt es auch wieder genau so in die Richtung, wie wir schon vorher geredet haben, es geht immer wieder um die Kommunikation. Wir machen Fortbildungen oder einfach Informationsabende über Patientenverfügungen, weil es uns wichtig ist, dass in die Familien einfach viel geredet wird. Und da geht es jetzt nicht nur über medizinische Dinge, weil es gibt ja so viele Bereiche, die dann abdeckt werden sollen. Eben auch das Finanzielle oder das Soziale, das Psychische. Und Patientenverfügung kann ein Anlass sein, dass dann viele Dinge einfach angesprochen werden. Dass ich sage, was will ich jetzt wirklich in der Situation nimmer? Oder
Haben wir über das schon gesprochen oder wann jetzt die oder die Situation zum Beispiel, der Patient kann jetzt nicht mehr essen und trinken, was passiert dann? Was hat er da vorher geäußert? Also, dass da wirklich ein gutes Gespräch in der Familie zustande kommt, wobei ich merke das von mir daheim selber, von der eigenen Familie, das redet sie immer so leicht, weil da auch wieder ganz unterschiedliche Meinungen in der Familie da sein können und jeder auch wieder einen anderen Zugang hat zu dem Thema. Und ich da selber gemerkt habe, dass sie aber nicht um die Familienangehörigen geht, sondern einfach um, wenn es jetzt um das geht, dass es um die Eltern zum Beispiel, dass man sagt, was wollen jetzt unsere Eltern speziell haben und dass man da wirklich konkret auf die Situation eingeht und dann Rückschlüsse zieht und dann eine Patientenverfügung aufsetzt und nicht jetzt allgemein schreibt, sondern auch wirklich Dinge durchgeht oder zum Beispiel auch schon, wenn wer was in der Nachbarschaft erlebt hat und sagt, und die Mama sagt, man, das möchte ich aber auf keinen Fall haben, dass die Dinge dann wirklich auch niedergeschrieben werden. Und dann habe ich auch wirklich was in der Hand, wo ich sagen kann, ich kann zum Arzt dann gehen, das ist wirklich in der Familie besprochen worden, das ist unterschrieben oder das ist, und dann ist es auch wirksam. Sie möchten auf keinen Fall lebensverlängernde Maßnahmen, gell? Wie? Sie haben zu mir einmal gesagt, Sie würden auf keinen Fall lebensverlängernde... Nein, das wäre das Ärgste. Das wäre das Schlimmste. Ja, nein. Weil wenn es so weit ist, dann soll es so weit bleiben. Ich habe zum Beispiel den letzten Tag mit dem Primar gestritten, wegen meinem Mann. Der ist zum Sterben schon da gelegen. Und der Primar wollte, dass er noch Antibiotikum kriegt. Und ich habe gesagt, und ich will das nicht. Mhm. Aber das muss sein. Nein, habe ich gesagt, das muss nicht sein, weil das ist ja nicht mehr notwendig. Mhm. Und so haben wir heute hingeschrien eine ganze Zeit. Und dann hat er es aufgegeben und hat sich gedacht, mit der können wir sowieso nicht zurecht. Und dann hat ihr Mann... So. Der ist am Abend, also das war immer zwischen 3-4, wo die Besuchszeiten sind, und mein Mann ist um 9:30 sowas gestorben. Haben Sie dabei sein können? Nein. Aber Sie waren am Nachmittag noch bei ihm? Ich war Nachmittag und habe kaum für ihn Zeit gehabt, weil ich um den Primar gestritten habe. Dass er nicht, dass ich das nicht will, dass er Antibiotikum kriegt. Na ja. Und Sie haben schon gespürt, dass er die Kraft das, gar nicht mehr hat. Nein, das ist alles. Es gibt alles, alles ist gut, aber alles ist einmal nicht mehr gut. Ich glaube, es kommt ein Moment, wo man wirklich nicht mehr will. Und wo das Sterben dann auch einfach sein darf. Ja. Und also ich finde es echt, also ich sage das ganz hart, ein Verbrechen, wenn man so einen Menschen nicht in Ruhe und in Würde sterben lässt. Ja. Und dann versucht irgendwie das Leben noch zu erhalten. Weil ich habe das Recht, natürlich zu sterben. Ich habe das gesagt, dass zum Beispiel das Gehör, ja, bei einem Embryo, der noch wächst, als erstes Sinnesorgan angelegt wird. Und man weiß inzwischen, dass es also nach dem Tod das letzte Sinnesorgan ist, das stirbt. Ja. Also dass auch noch ein toter Mensch sozusagen, der für uns schon tot ist, hört. Und insofern stimmt schon, dass auch die Sinne eines Sterbenden viel feiner werden, dass er alles viel stärker wahrnimmt als wir. Und wenn man so will, ich glaube, dass man, dass ein Sterbender, ich sage immer so, eine Hilfe von drüben kriegt, dass sich da so
einen Sinn entwickelt, der uns als Lebender zumindest sehr selten, glaube ich, bewusst ist. Ja. So das Feinere, dass man das Ganze, ja, das Göttliche, wenn man will, dass man da einen stärkeren Zugang wieder bekommt. Wenn ich zu einem Verstorbenen gehe, klopfe ich genauso an bei der Tür und gehe rein und rede genau noch so mit dem Verstorbenen, als wäre er lebendig. Weil ich glaube, dass das noch immer aufgenommen wird, eine Zeit lang auch. Ich rede mit dem, ich gebe ihm noch die Hand, ich gebe ihm das Kreuzzeichen auf die Stirn, ich wünsche ihm den ewigen Frieden. Und wenn der Arzt kommt zur Totenbeschau, sage ich auch, Frau X, jetzt ist der Arzt da, schau, jetzt muss ich dich auf Zeiten dran. Und so, das rede ich noch mit ihr oder mit dem Betreffenden. Und ich glaube, dass das wichtig ist, diese Würde auch, dass der Mensch trotzdem nur der Herr X oder die Frau Y ist. Wo ist der Tote? Bin ich halt bei ihr gesessen, ne? Und habe ich trotzdem, obwohl es Tagling ist, und habe ich ein Puzzle gegeben und gesagt, Muckerl vierte. Und dann habe ich auf die Ärztin gewartet. Und wie ich zurückgekommen bin, haben wir gedacht, sie hat jetzt Daumen aufgemacht. Viel schnell zu der Schwester gerannt und habe ich es gesagt. Sind sie auch gleich mit, nein, das ist nur so ein Todesreflex, oder wie man das nennt. Was ich da gemeint habe, aber es ist nichts. Ja. Um 12:30 bin ich halt dann in der Nacht, bin ich halt dann heimgegangen und haben für mich ein Gesetzel gemeint. Wichtige Geschichte eben auch zum Thema Sterben, das Frieden finden. Der Frieden, wenn ob wirklich jeder Frieden hat, das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube, es erleichtert, wenn man Frieden selber hat und wenn man Frieden mit den Angehörigen oder mit den Freunden oder mit wem auch immer, wenn man Frieden hat. Frieden zu schließen ist ganz, für mich ganz was Wesentliches. Und ich kann es nur jedem wünschen, dass er wirklich in Frieden gehen kann. Weil ich weiß es von Angehörigen, wenn man nicht den Frieden geschlossen hat, es begleitet dann immer wieder. Es kommt immer in irgendeiner Form, kommt hoch. Ich sage auch dann Angehörigen oft, greift den Verstorbenen ruhig auch noch an. Ja, ihr könnt ihn auch noch streicheln und euch wirklich verabschieden. Weil so dieses Angreifen auch was mit dem Begreifen zu tun hat. Ja, dass man dann wirklich begreift, es ist jetzt Ende. Ich wiederhole mich, also wenn ich draußen am Friedhof bin, ich sage, grüß dich Muckerl, dann erzähle ich halt die neuesten Sachen und dann sage ich wieder vierte und gehe. Ich komme ja am Mittwoch wieder oder am Sonntag. Ich meine, ja. Also ich frage am Kursende sehr oft, was nehmt ihr euch jetzt als Wichtigstes mit? Und ich bin selber eigentlich immer überrascht, dass ganz viele, also auch noch zu anderen Themen oft, aber ganz viele sagen, ich nehme eigentlich als Wichtigstes mit, dass ich einfach bewusst erlebe. Ja. Und das freut mich eigentlich immer sehr, wenn ich das höre. Ja. Weil, also das kann ich auch von mir sagen, die viele Beschäftigung mit dem Lebensende hat mich eigentlich zu einem zufriedeneren und bewussteren Mensch gemacht. Ja. Weil solange man gesund ist, hat man ja die Chance zu sagen,
was ist mir wichtig im Leben und was will ich wirklich. Ja? Weil ich habe das so oft von krebskranken Menschen gehört, dass sie gesagt haben, eigentlich bin ich jetzt erst richtig glücklich, weil jetzt lebe ich wirklich. Ja? Und warum habe ich erst so krank werden müssen, damit ich das verstehe? Und so gesehen glaube ich schon, dass es auch Sinn macht, dass man sich mit dem Tod auseinandersetzt, weil das Leben einfach eine andere Qualität kriegt. Sie werden es nicht glauben, aber jetzt mal, wenn ich von ihr gehe, sage ich, Muckerl, hol ich mich bitte schön fort. Das war der Kosename von meiner Frau, Muckerl. Geh weiter, hol ich mich bald.